Herzlich willkommen bei Krückes E-Bike-Tipps. Ja, heute habe ich den Tim mit dabei. Morgen. Wir fahren heute die schönsten Trassen, ja, man kann sagen, im Bergischen Land. Ja. Und teilweise sogar Ruhrgebiet, würde ich sogar auch sagen. Definitiv. Ja, wie es weitergeht, wo wir langfahren, welche Trassen, kommt nach und nach. Wir sind jetzt auf der Nordbahntrasse, sind aber schon die Kockenzieher-Trasse ein Stück gefahren. Ja. Und kleines Stück. Genau. Ja, und sind überrascht, wie voll das schon ist. Das hier. Bei schönem Wetter und 10 Grad Außentemperatur gerade. Genau. Ja. Viel Spaß. Schöner Start ins Wochenende. Ja. Der erste Tunnel. Beachten, man muss mit Licht fahren. Ja, ist sehr zu empfehlen, weil ist auch nicht nur Fahrradfahren zu empfehlen, auch Rollerblader und was nicht, was auch noch alles ist. Man sieht im Dunkeln nicht. Ne? Zwar minimal beleuchtet der Tunnel, aber manchmal, wenn man eine Sonnenbrille noch auf hat, man sieht es nicht. Ne? Ich habe auch gehört, man beleuchtet ihn nicht mehr wegen den Viechern, die hier langfliegen. Ne? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Na, hier den Jogger sieht man nicht gut. Nee. Ja, in manchen Tunnels hier sollen Fledermäuse sein und da soll angeblich das Licht extra so gering gehalten werden wie möglich. Also im Schee-Tunnel, da sind auf jeden Fall Fledermäuse drin. Ja. Aber ich meine im Nachbartunnel, das sind ja glaube ich. Zwei Tunnel sind das, glaube ich. Die gesperrte Röhre, ne? Das genau. Ja, im Winter sind die schön warm, die Tunnel. Im Sommer schön kühl. Was will man da mehr? Genau. Hier sind wir bei der letzten Tour hängen geblieben. Erstmal. Bei einer leckeren Currywurst. Richtig. Am Wochenende hier echt zu empfehlen. Wobei Wochenende ist hier so voll. Ist immer so die Frage, ob man sich das antut, wenn man ein bisschen flotter fahren möchte. Der Tanztunnel, nächster Tunnel. Hier gab es früher Tanzunterricht drin. Hier gab es Tanzunterricht drin? Oder hier wurde drin getanzt. Also als der noch stillgelegt war, wurde offiziell aber, konntest da reingehen, dann wurde hier getanzt. Sagenhaft. Gut, die hier alles im Schutz halten. Echt vorbildlich. Ja, hier sieht man auch relativ viele Reinigungskräfte, die mit so einem Wagen durch die Gegend fahren, Müll aufsammeln. Und das ganze Ding schön in Schuss halten, ne? Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und hier siedelt sich auch so langsam alles an. Da war ja eine Kita gerade. Ja. Hier ist immer noch die Ausstellung der, was war das? Hast du mir das gesagt? Das ist irgendwie eine Hausausstellung von erneuerbaren Häusern und neuen Wohnkonzepten, erneuerbare Energien, Dämmmöglichkeiten und so weiter. Ja, dreht sich ja zurzeit alles nur noch da drum. Auch schön, dass man hier die Trasse wunderbar als Berufspendler nutzen kann. Ja. Und wäre ja auch jetzt schön, wenn im Herbst und Winter die Leute, die im Sommer angefangen haben mit dem Berufspendeln, auch im Winter dabei bleiben. Weil es gibt auch gute Kleidung, ne? Das ist kein Problem. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur nicht angemessene Kleidung, ne? Genau, da muss man blöder ein bisschen, Spruch ist auf viel Wahres dran. Genau, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, sich ein bisschen beraten lassen, aber dann wird man was Schönes finden. Und dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob ich bei 5 Grad fahre oder ja. Bei Sonnenschein bei 20 Grad. Ist heute durch die Kleidung, durch die ganzen Textstoffe so gut geworden,
dass man eigentlich Winter wie Sommer schön durchfahren kann. Schöner ist es im Sommer natürlich, das mögen wir alle am liebsten. Aber man spart auch Sprit und Energie im Winter. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, die letzten 1000 Kilometer hat mir das 8 Kilowattstunden gekostet. Ja, das ist sehr gut, wenn man das vergleicht im Auto. Ne? Wenn man das im Auto vergleicht, ist das sehr schwierig zu machen mit dem Auto. Aha. So, den Tunnel filme ich jetzt aber nicht noch. Da kann man immer noch langfahren mit einer Drasine. Ja. Die bieten hier im Wuppertal so Drasinenfahrten an. Gibt es auch nicht nur hier, gibt es auch in Beyenburg. In Wuppertal, da kann man so eine alte Eisenbahnstrecke, kann man da auch mit der Drasine fahren. Ja, schön. Und hier ist nochmal ein sehr schöner alter Bahnhof. Und ein Rennradfahrer, der sein Rad hinwirft. Überall sind hier noch die kleinen Bahnhöfe. Sehr schön gemacht. Ja, man hat so ein gewisses Thema, ne? Irgendwie scheint das was mit Eisenbahn zu tun zu haben. Ich glaube auch, komisch. Hätte man sich um 1800 nicht denken können, dass das hierfür genutzt wird irgendwann. Nee. Dass hier elektrische Fahrräder langfahren zum größten Teil. Vor allem, wenn man bedenkt, wo wir herkommen, halt eben von der Individualverkehr, ja, sprich Auto, wieder zurück aufs Fahrrad. Und dass man begriffen hat, dass man vielleicht doch nicht alles im Auto machen sollte. Ne? Ja, finde ich auch eine sehr. Bei vielen Leuten ist, also bei einigen Leuten ist es echt schon angekommen. Man merkt es immer an der Fülle hier, gerade an solchen Straßen und Strecken. Sollte das noch mal einen größeren Anstieg geben, ne? Mit den Energiekosten wird dann noch mehr. Ja. Dann kommen nämlich die, die sich halt mit dem Auto nicht mehr leisten können. Diese Aussicht an. Aussicht über ganz Wuppertal. Sehr, sehr schön. Die andere Seite ist nicht so Bombe. Wuppertal halt, ne? Wuppertal halt. Aber man kann so ein bisschen jetzt da hinten in die Klassenzimmer gucken. Die auch wirklich lernen, die Menschen. Ich hab gerade an die Pause, wie die am Schreien sind. Ja. Ist echt eine Reise wert hier, diese Nordbahntrasse. Ja. Hat man sich in Wuppertal was ganz Feines einfallen lassen. Echt sehr toll. Man sieht es ja nicht satt dran, ne? Also man kann ja echt ein paar Mal fahren. Kreisverkehr für Radfahrer. Das ist ja sehr für Jugendliche gemacht worden hier, ne? Ja. Ein Affenparcours hier. Genau. Hier ist die Wicked Woods, das ist eine BMX-Skaterhalle. Und man würde jetzt hier meinen, die Trasse wäre hier zu Ende. Aber nein. Es geht weiter. Es geht weiter.
Hier ist die Wicked Woods. Nein, ich habe kein Tier in den Speichen. Das ist der Motor, der so ein bisschen quietscht. Eine Dichtung, die irgendwie trocken ist, also nichts Schlimmes. Einfach nur mangelnde Pflege, um das Rad in Schutz zu nehmen. Ist auch so für einen kurzen Moment. Geht aber gleich wieder hervorragend weiter. Könnte man auch hier am Gehweg fahren, aber das macht keinen Spaß. Ja, da vorne kommen wir wieder am Gehweg. Wir dürfen es, aber... Schrittgeschwindigkeit heißt das normalerweise, ne? Ja. Ein dehnbarer Begriff, man kann ja auch laufen, ne? Ja, hier geht's wieder schön auf die Trasse drauf. In so einer Art Canyon, ne? Ja. Sieht hier sehr abgefahren aus. Ist ja schwer zu sagen, ob das ein natürlicher Canyon ist oder ob man es hier einfach in den Berg reingesprengt hat, ne? Ja. Zuzutrauen ist das alles. Damals ja, ne? Das muss wohl 1800 gewesen sein wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. 1800, schlag mich tot irgendwann. Wahrscheinlich zur Industrialisierung wahrscheinlich. Als man dann Rohstoffe durch die Gegend karren musste. Ja. Die Eisenbahn modern wurde. Da hat man halt immer solche Experimente hier gemacht, ne? Genau, da hat man auch mal ein bisschen Dynamit in die Hand genommen wahrscheinlich. Ja. Da war ein Berg, wo keiner hingehört. Weg damit. Shit auf Fledermäuse oder so. Das, ja. Das da irgendein Lurch, was durch die Gegend läuft. Hat man 1800 nicht drüber nachgedacht. Hat man kein Verständnis hier. Also noch kenne ich alles von der Tour. Wird sich gleich ändern. Nee, das sollte jetzt mit den Reifen halt eben, mit dem Druck, den ich ja momentan drin fahre, sollte das hier problemlos funktionieren mit der Strecke. Ja. Im Turbobetrieb würde ich jetzt zwar auch nicht machen wollen. Aha. Aber wenn ich jetzt mal gucke, wir haben jetzt 33,4 Kilometer sind wir gefahren. Und ich habe jetzt 140 Wattstunden gebraucht. Okay. Hier ist nochmal ein richtig schöner Rastplatz. Echt mit Liebe hergerichtet hier, ne? Ja, schön. Total gut gemacht. Auch immer mal wieder die ganzen Gleissignale hier noch drin gelassen. Damit man immer wieder weiß, aha, hier sind mal Züge gefahren, ne? Ja. Und hier habe ich vor 2 Jahren... Ja, hier sehen wir die Daten, wann der Tunnel halt eben nicht befahren werden kann. Gibt es verschiedene... Oh. Situationen, wo man einfach nicht hier durchfahren darf. Ich glaube, wegen der Fledermäuse, glaube ich, da werden die geschützt. Ja, habe ich auch gehört. Deswegen, also nachts darf man nicht durchfahren und so weiter. Gut. Ich war jetzt ganz erschrocken, dass du stehen geblieben bist. Ah! Du kannst das ja auch nicht verlängern in Zeitlupe, geht ja auch nicht. Dann redest du mit mir. Vor uns
ist der Tunnel Schee. Wenn wir aus dem, hier. Wenn wir aus dem Tunnel rauskommen, sind wir woanders. Ja. In einem anderen Land oder in einer anderen Stadt. Sprockhövel heißt der Ort. Sprockhövel. So, und hier sieht man, das hat eigentlich zwei Eingänge, das Ding. Und wenn man genau guckt, hat da oben Fledermauseingang so ein kleines Loch. Und wir dürfen durch die linke Seite durch. Und der hier ist mächtig lang. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lang. Was stand vorne dran? So 500, 600 Meter wird er, glaube ich, haben. Ja, und gleich hast du hier auf der linken Seite. Ja, auch sogar beleuchtet. So, was ist das jetzt? Tatsächlich sogar eine Landesgrenze bzw. Grenze zwischen dem Rheinland und Westfalen. Ja. Ich lebe das Bildungsfernsehen gerade wieder. Und das hier echt unscheinbar in einem ziemlich langen Tunnel. Mitten im Berg. Mitten im Berg. Die das damals gewusst haben, als sie mich spielen kamen. Geht hier keine Eisenbahn mehr durch. Nee. Aber trotzdem, leider wird alles wieder beschmiert hier, ne? Das ist traurig. Ja. Weiter geht's. Ich hab den Eindruck, wir sind die ganze Zeit jetzt auch bergauf gefahren, ne? Ja, jetzt geht's langsam wieder bergab. Und vergesst mal Navigation im Berg, das geht nicht. Ja. Ich bin hier gerade sonst wo. War sehr spannend. Kann man auch sehr gut mit der Familie fahren, hier diesen Weg. Also nicht hier die komplette Tour, natürlich hier das Stückchen, weil das wenig Höhenmeter sind. Ja. Ist auch gut fahrbar, ne? Ja, super asphaltiert. Also man muss nichts können am Rad. Das ist auch nochmal schön. Ah. Ah ja, das kenne ich von Bildern. Die ist aber nicht ganz so schön wie die Trasse hier. Weißt du, wie die heißt? Müssen wir gleich mal fürs Bildungsfernsehen an so einem Schild stehen bleiben. Ja. Ich weiß es gerade überhaupt gar nicht. Oder ist das hier die Bergbahntrasse? Ich weiß es nicht genau. Gucken gleich mal. Die ist zwar jetzt hier nicht asphaltiert, aber gut zu fahren. Ja. Und man merkt, es geht langsam bergab. Ja, jetzt also fahren wir hier einmal quer rüber, ja? Wechseln, genau. Okay. So, einmal hier rüber. Und jetzt weiter. Schön, mein Navi, das hält auch. Also die Flow-App kann endlich auch Tourdaten abspielen, die ihr mit Komoot geplant habt. Ihr müsst die nur unter gefahrene Touren abspeichern, sonst findet das Bosch-System das nicht. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber es geht. Schön bei so Trassen ist auch, dass man wirklich ohne Stop-and-Go losfahren kann. Und dadurch auch viel Akku spart, ne? Ja. Ja, echt schön hier. Und das ist tatsächlich in Solingen viel besser gelöst, ne? Da haben jetzt die Fahrradfahrer Vorrecht, die Vorfahrt. Und hier muss man gucken. Mein Lebtag war ich hier noch nie. Ach, ich habe gar keine Unterstützung an. Teilweise kommen die Pausenmöglichkeiten so spontan schnell, da kommt man gar nicht mehr an den Kameraknopf. Ja. Also gerade eben sind wir an was ganz Schönem vorbeigefahren.
Aber hatte, glaube ich, auch noch zu, ne? Die Tür war offen. Ach, Tür war auf, okay. Ja. Ja. Ich denke mal, bei schönem Wetter lassen sich da, glaube ich, nie entgehen. Richtig, dann schnell mal die Bude aufmachen. Außergewöhnliches kommt. Wir haben eine Sperrung. Wenigstens ist aber hier schon ausgeschildert, dass da vorne gesperrt ist. Ne? Und nicht so kurz vor der Baustelle. Ach so, ja, hier ist gesperrt, ihr müsst leider wieder umdrehen. Ne? Ja. Ach, guck mal, das sind auch alte Leute, so der Altersstar sind. Aber schön hier. Also wir achten jetzt einmal auf Schilder, ne? Ja, Umleitung folgen sonst wir jetzt. Haben wir verloren. Ich habe jetzt hier bei meinem Eco Plus reingemacht. Ja. Mal gespannt. Ich merke, dass er mich so ein bisschen mehr hängen lässt, also Akku spart. Ja. Aber zum Tourenfahren finde ich das total gut. Und dieses, ich habe ja Sport drin, ich habe ja eben TB rausgemacht. Ja. Habe ich mir so eingestellt, da kann man die Dynamik ja verändern bei dem smarten System. Ja. Dass ich die auf stärker eingestellt habe, weil ich ja viel Anhänger fahre. Ja. Komme ich besser an der Kreuzung weg. Ja, wenn man das so definieren kann, ne? Ja, ich habe jetzt schon gehört, dass manche Leute sagen, das wäre Quatsch. Die sind gut voreingestellt. Ja, sind sie auch. Aber wenn du so spezielle Sachen hast, definitiv. Finde ich das auch schön, wenn man es verstellen kann. War schick hier. Nett, ne? Einen alten Bauernhof zu haben, den umzubauen. Aha. Hier müssen wir ran. Ja, dann melde ich mich mal zurück, wenn wir entweder auf der Trasse sind oder uns komplett verfahren haben. Was passiert jetzt hier? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, wir dürfen. Das ist aber nett von ihm. Ach, der will hier rein, rechts. Ja. Und da ist irgendwie gerade Chaos in Laos. Wir haben mal die Umleitung grandios bewältigt hier. Was ist das hier, ein Bahnhof gewesen? Ja, und das ist das Fahrrad, was ich eigentlich mal haben wollte. Das, ne? Ja, das ist cool. Aber das kostet richtig Asche. Das kostet richtig Geld. Das ist richtig gut. Ein Pino, ne? Pino Hase. Ja. Hase Pino, genau. Ich meine, mein Sohn ist ja so dekadent, der fährt einen Hase. Ja. Warum mal nicht zeigen, wenn es einem gut geht, ne? Schönen Gruß an die Krankenkasse. Das Nachfolgemodell haben sie nicht. Schon lange keinen mehr gehabt. Er wird aber, glaube ich, auch so mit der letzte sein auf dieser Tour, glaube ich. Okay. Zumindest der letzte längere. Ach, wir wissen immer noch nicht, auf welcher Trasse wir sind. Mal gucken wir auf der Karte nach. Ja, sag ich mal, 1883 ist der gebaut worden. Tja, zur Industrialisierung, ne? Cool, kann man auch beim Regenwetter fahren, ne? Ja. Ja, vor allem auch schön erleuchtet hier drin, ne? Ja, ist hell. Der war aber auch kurz. Thank you.
Direkt ein wenig nach Bochum, wa? Ja. Jetzt sind wir gleich in Hattingen, sind wir gleich, ne? Ja, wir fahren hier nicht durch, habe ich gesehen. Nee, ganz genau. Wa? Kratzen das so leicht an. Hey, die Innenstadt von Hattingen ist auch sehr, sehr schön. Ja, war ich noch nie. Wollte ich mal immer hin mit der Familie, aber die sagen immer, 3 Viertelstunden Autofahrt für eine kleine, schöne Innenstadt, wo eine Viertelstunde durch sind. Ich sage, ja, ist doch mal schön. Besser als sonntags auf der Couch sitzen oder im Garten. Ja. Einfach mal gucken. Vielleicht kriegst du zu Weihnachten dahin, wenn da irgendwie mal Weihnachtsmarkt oder sonstiges ist. Wenn die überhaupt beleuchtet sind, ne? Ja, man weiß es nicht, ne? Die Weihnachtsmärkte, du. So, wir sind runter von der Trasse ein Stück. Das war wieder typisch. Genau, das ist die Ruhr. Das ist der Ruhrtal-Radweg, auf dem wir gerade sind. Aha. Da Kühe zur Rechten oder ein Kühe. Ein Kühe. Ja, so weit oben in der Ruhr war ich noch nie, obwohl das einfach nur nicht hingekommen. Nachher Baldeneysee und so weiter, das kenne ich natürlich. Ja. Aus Kinderzeiten sogar. Oh ja, es ist schön hier. Schade, dass wir jetzt wieder hoch müssen, oder? Ja, fährst aber hier? Wir kommen gleich wieder runter. Ja. Ich glaube, jetzt geht hier, glaube ich, der Weg über den Berg, glaube ich, wenn wir, glaube ich, abkürzen ja, wollten. Ja, ne? Genau, den habe ich, glaube ich, auch drin gehabt. Eieiei, schick. Sehr schön. Was sagt denn die Uhr? 11:30? Wie weit ist es bis Kettwig? Stunde. Stunde noch? Echt so lange noch? Ja, ich glaube ja. Hätte ich gesagt, machen wir da Mittag, aber weißt du da zwischendurch noch was? Ja. Ja? Nochmal, Entschuldigung. Ach so, Mittagspause, Essen. Ja, irgendwo am Waldeneysee irgendwo oder sowas, ne? Ja. Ich denke mal, da kann man irgendwo einkehren, bestimmt. Hier echt super ruhig hier, ne? Ja, ist echt traumhaft schön, aber am Wochenende kannst du es auch vergessen hier, ne? Ja. Da fährst du dich hier tot mit irgendwelchen Fußgängern, die natürlich alle ihre Berechtigungen hier haben. Keine Frage. Ja, klar. Ne? Ist halt Ballungsgebiet und dann muss man sich engagieren. Ne? Ah, da kannst du, glaube ich, Durchschnittsgeschwindigkeit mal eben die Hälfte nehmen. Ne? Ja. Super asphaltiert. Schön auch die Ruhr zur Rechten. Ganz still heute. Ja. Sehr angenehm. Gänse, alles da. Nur keine Action. Ja, ich bin auch froh, mal keine Action zu haben.
Das muss auch mal sein, ja. Da bin ich auch super froh um diese Extratage, die ich mir mal so nehmen kann. Und einfach mal so was hier machen kann, ne? Ja. Ja, Stress hat man genug, ne? Ja. Gehen wir hier weg. Wir sind aber hier handzahm. Ein bisschen Industriekultur. Ja, was war das? Weißt du das? Nee, ne? Keine Ahnung. Sieht mir aber irgendwie da ein bisschen nach Wasserwerk aus oder sowas. Ja, diese klassisch hohen Räume da, ne? Ja, diese Kräne oder vielmehr diese Schleusen, die wir davor haben. Ja. Ja, mit Helmfahren ist völlig aus der Mode gekommen, merke ich gerade. Moin. Morgen. Morgen. Danke. Gerne. Ich habe mir gerade den Ausgang gesucht. Hey, so scharf rum. Einmal über die Brücke rüber. Ja, ist gut. Dürfen wir nicht mehr so nah an der Ruhr sein? Nee. Die Streifen sind auch extra erhöht für blinde Radfahrer. Ja. Immer noch auf der anderen Ruhrseite. Mit dem ausgearbeitet. Eine schöne alte Brücke. Oh, die sieht gut aus. Das sieht gut aus hier.
Man kann echt was machen in der Freizeit. Ja. Also durch diese Trassen, ne, hat diese Region so an Wert gewonnen, meines Erachtens. Ja, und da hat man immer so eine Angst gehabt, dass wenn Kohle vorbei ist, dass aus denen nichts wird. Ne? Ja. Aber die haben sich richtig gut gemausert hier. Definitiv. Was denn hier zu essen? Ist ja irgendwann jetzt mal Essenszeit. Ja. 12 Uhr. Einen leichten Hunger. Ich auch. Gut. Könnt was ertragen. Ja, ich auch. Ich würde trotzdem den Akku nachladen. Einfach mal so. Fürs ruhige Gefühl. Ja, man weiß ja nicht wofür. Und nur deswegen haben sie mein Ladegerät nicht geklaut. meine neue Ladegerät-Sicherung hier. Über Kommentare wäre ich total glücklich. Das ist einfach nur hier so ein Metallband zusammengeschraubt. Und man kann nicht mal eben spontan das Ladegerät klauen. Was wahrscheinlich auch nur spontan geklaut wird, weil es vielleicht lose hier liegen würde. Ladegeräte sind ja auch nicht billig, ne? Ich wollte eigentlich nachgucken, was das kostet. Ich glaube, 140 Euro wird das, glaube ich. Ich würde sagen, über 100 auf jeden Fall. So, ein Dank an den Wirt für den Strom. Zack. Mein Handy sagt mir 1 Stunde 42 bis voll. Von 30%. Ach, cool, Bilderstöckchen. Ja, wir kommen nachher über eine Brücke. Ja. Die eine. Ich hoffe, wir fahren da nicht einfach so drüber. Die eigentlich ein Waggon ist. Bitte was nochmal? Die eigentlich ein Waggon, ein Zugwaggon war. Aha. Siehst du, weißt du gar nicht. Ich habe fast die Vermutung, dass wir da nicht drüber kommen. Doch, die ist auf dem Panoramaradweg. Ach. Okay. Also eigentlich müssen wir da drüber kommen, weil wir fahren ja Richtung Fellbad hoch. Ist mir zumindest noch nie aufgefallen. Nee, siehst du auch nicht. Ich hoffe, ich erkenne die. Das ist einer der recht schmalen, die auch so Holzplanken hat. Aha. Also wahrscheinlich auch so Planken, wie sie auch auf so einem Güterwaggon drauf sind. Pass mal auf, ich mache jetzt mal einen Test. Oh, die sind auch schön. Schön warm geworden. Ich tue jetzt mal das Schloss in das Dinges rein. Mal gucken, ob das Rad jetzt immer noch so klappert. Belastet mich auch diese Klappe. Das belastet mich auch. Ja, wohlgestärkt geht's weiter. War sehr lecker. Schön idyllisch auch. Ja, kann man weiterempfehlen, ne? Definitiv. Ja. Ja, wir sind richtig. Ja, diese Brücken haben die hier öfter, wa? Diese. Ich glaube, wenn du mit einem getunten Rad hier hochfährst mit 80, dann springst du auch. Hätten wir heute Morgen abgekürzt, wären wir über die Brücke da gekommen. Ja, oh cool. Ist auch eine sehr, sehr schöne Brücke. Kann man eigentlich mal eben drauf fahren jetzt. Auch wenn man hier nicht, nö, auch wenn man hier nicht drüber fahren. Schön ist sie, die Brücke. Ja, Eisenbahnbrücke, ne? Ist ja eine Trasse, eindeutig eine Trasse hier. Genau. Die fahren wir jetzt auch wieder weiter entlang. Okay, dann, ja. Geht's weiter? Genau.
Ich wundere mich gerade, warum das so rasant geht hier. Da war ich noch im Sportmodus gerade. Ich sage, ui, ruhig, Brauner. Ja, ich habe auch noch sehen. Unmöglich. Schöner ist hier. Ne? Schöner ist hier. Kann man ein Bildchen gucken. Das ist hier schon Waldeneysee. Das ist der Waldeneysee. Das sollte hier auch jetzt Essen sein, ne? Hier sind wir auf jeden Fall in Essen, ja. Essen, ja. Schön. Aber tatsächlich für den gemütlichen Radfahrer ist es natürlich besser, vernünftiges Ladegerät zu haben. Da bin ich vollkommen bei dir. Ne? Ja, genau. Also die meisten wollen ja den zweiten Akku kaufen und meinen, sie müssten sich den Trümmer dann da reinsetzen von... Ja, ist viel schwerer. 4 Kilo ungefähr. Ja. Und man macht ja doch eine Mittagspause, wie wir gerade von einer Stunde. Ja. Und dann, wenn du allein nur ein 4 Ampere Ladegerät hast, was war ich eben auf... Ja, 30-40% habe ich reingemacht in den Akku, ja, in der Zeit. Und komme jetzt entspannt nach Hause, auch bei einer 120-Kilometer-Tour. Ist natürlich genial. Obwohl ich ja jetzt nicht über Reichweite reden will, weil die ist ja sehr individual. Sehr individual. Tatsächlich ist das aber auf so einer Tour, wo du viele Ebenen hast, ne? Ja, da kannst du auch mal den Motor mal gepflegt ausmachen, ne? Ja. Aber nicht bei deiner Durchschnittsgeschwindigkeit hier. Dann gerade. Ich habe heute mal den Pulsmesser mitlaufen. Ich bin mal gespannt, ob das alles im grünen Bereich war. Wahrscheinlich nicht bei mir. Das sieht auch sehr industriemäßig aus, was aber umgebaut worden ist, ne? Als Wohnraum. Sieht auch schön aus. Wahrscheinlich unbezahlbar, die Wohnung, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da dran vorbeifahren ist ja kostenlos. Definitiv. Wir können ja staunen. Überqueren jetzt gleich die Ruhr und werden dann auch irgendwann mal den Panoramaradweg Niederbergbahntrasse finden. Genau. Komoot weiß das. Rüber müssen wir hier, ne? Wir müssen jetzt hier auch rechts. Über die Ampel hier noch drüber. Sagt er dummerweise. Sagt er das? Ja. Ja, dann braucht man ja nur darauf zu hören. Und dann nachher wieder links. Genau. Nach der Brücke. Und dann sehe ich das nicht mehr. Strandeten, weil hier fährt die Bahn, die S6, durch bis Düsseldorf Hauptbahnhof auf jeden Fall. Und danach sicherlich auch noch weiter nach Solingen. Aber wir sind noch nicht gestrandet. Haben wir auch nicht vor. Nee. Es gibt manche YouTuber, wo das passiert. Ja, ist auch sehr lustig. Gibt bestimmt auch Klicks für. Aber wir wollen das nicht. Glaube, noch ein Stück länger. Nee, noch einen weiter noch. Ja. Die lustigsten, die schlimmsten Witze, die hört ihr gar nicht. Genau. Da lachen wir am lautesten drüber. Genau. Auch hier sehr, sehr schön. Aber die andere Strecke, die kennst du halt eben vom Baldeneysee hoch zur Wohnhafelbert, ne? Ja, die kenne ich. Da würde ich sogar, wenn ich davor stehen würde, wissen, wie der Einstieg aussieht. Sehr steil auf jeden Fall. Wie man genau zu dem Einstieg kommt, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber da haben wir ja Komoot für. Nee, das weiß ich. Okay. Und dann kannst du dich eigentlich nicht verfahren, weil du musst einfach nur draufbleiben. Genau, da muss man einfach nur draufbleiben. Aber dann rechtzeitig wieder runterfahren. Weil sonst bist du nachher plötzlich wieder da bei der... hier in Wülfrath bist du plötzlich dann wieder. Ja, aber dann wollen wir da hin, oder nicht? Oder willst aber du ganz runter ja nicht. Nee? Ich war ja letztes Mal so weit runter wieder, dass ich unten an dem Kalkwerk war. Nee, nicht da lang. Nee. Das war zu tief. Also an Rating vorbei, an Heiligenhaus vorbei. Nee, am Zeittunnel in Wülfrath. Genau, ne? Da müssen wir dann auch noch vorbei. Da biegen wir links ab. Dann müssen wir irgendwo runter. Da biegen wir links ab, sind dann immer auf einer Trasse. Aber wahrscheinlich auch unbezahlbar hier, ne? Da gehe ich schwer von aus. Und dein Kind ist hier quasi angemeldet beim Rudern. Läuft doch alles.
Elite-Schule. Ne? Definitiv, genau so läuft das. Ja. Was kostet die Welt? Kostet fast gar nichts. Wobei natürlich hier die Bahngeräusche wahrscheinlich hier verdammt hoch sind. Ne? Ein Tod muss sterben. Also ich glaube, die letzten Häuser sind hier günstiger. Das ganze Gesocks, was am Wochenende hier rumläuft. Ah, wenn du dich streckst, kommst du sogar an den Pfeiler dran. Also da rechts ist das schon knapp, du. Ja. Und schöne alte Gebäude. Was ist das hier für ein Örtchen? Ist das nicht Kettwig hier? Das ist Kettwig. Das auch noch? Boah, weiß ich nicht. Du. Da müssen wir wieder nachgucken. Ja. Aber wir haben ja keinen Bildungsauftrag. Ein Glück. Hier. Das Kamera-Klick-System, da hat jetzt auch noch keiner wirklich was zugesagt. Ich meine, über Kommentare freue ich mich ja immer wieder. Ja. Egal ob positiv oder negativ. So steigt man dann bei YouTube im Ranking, wenn du da viele Kommentare drunter hast, ne? Ja, jetzt hast du verraten, warum ich das will. Ja, genau. Ja gut, das weiß ich ja von jedem, wenn du mal ein bisschen YouTube geguckt hast. Ja. Jeder macht irgendwas, damit Leute in die Kommentare was reinschreiben. Richtig, Kommentare sind immer wichtig und wenn man was hat, was man toll findet, finde ich auch gut, wenn man das weitergibt. Kann sich ja jeder eine eigene Meinung darüber bilden, ob das Sinn macht oder nicht. Meine Diebstahlsicherung für mein Ladegerät, da haben die gestern alle gelacht über mich. Alle. Und der eine oder andere wird sich sagen, geil, da will ich auch. Ich bin mal gespannt. Ich werde auch noch mal Bilder davon machen. Ich werde das auch in den Film, glaube ich, reinpacken. Das ist aber ein eleganter Radweg hier. Super. Traum von einem Radweg. Oh, Lenkerbreite. Mehr haben die für den Radfahrer nicht über. Hier kommt jetzt gleich der Einstieg der Trasse. Genau. Bisschen versteckt. Aber man kriegt's hin. Navi sagt jetzt hier links. Ja. Ein dicker Tunnel. Du hast gesagt, das war der letzte eben. Ja, der letzte lange Tunnel. Genau, das kenne ich hier. Boah. Dafür habe ich es gemacht. Ja. Aber wenn das jetzt 40 kostet, dann sage ich auch, nee, danke, hatte ich schon. Ne? Ja. Und das zahlst du dann für ein Jahr oder? Für ein Jahr ist das dann. Ne? Verlängert sich natürlich automatisch. Ich muss mal aktiv kündigen, ja. Sonst hast du im nächsten Jahr 40 Euro. Nee, ich mach's dann aber. Da wollte ich auch mal gucken, ob ich da mal ein Video drüber mache, nochmal Radfahrer, Autofahrer. Das finde ich auch interessant. Das Hauptproblem ist, das sehen die falschen Leute. Ne? Ja. Die Leute, die interessiert sind, Fahrradfahren, deren Thema ist, die können nicht so 100% verstehen. Genau, und die anderen gucken das nicht. Und die anderen gucken das gar nicht. Ja, das ist doof natürlich. Ja.
an Tunneln hat, hat hier die Niederbergbahntrasse an Brücken. Ne? Ja. Brücken gibt es hier wie sonst noch was. Ich bin mal gespannt, ob wir diese eine Brücke finden. Ich glaube nicht, dass man das von oben aus sieht, oder? Also ich habe mir die jetzt auf ein paar Bildern angeguckt, auch von oben. Ich hoffe, ich sehe die. Das ist ja auch recht clever hier gemacht. Da haben die einfach einen alten Güterwaggon genommen als Brücke. Das ist ja mal richtig clever, ne? Dann haben die sogar den Belag ja sehr ähnlich gelassen, ne? Also da waren ja auch Planken drauf, sicherlich nicht so schöne wie hier, aber schön. Die Idee, ne? Das Dumme ist, man sieht nicht, wenn man hier drüber fährt, dass es tatsächlich diese Brücke ist. Genau. Ich bin hier bestimmt schon 10-mal drüber gefahren. Ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es diese Brücke sein soll. Ja. Ja, bei mir hat es der Roman gewusst. Warum auch immer. Ja, manche Leute, die wissen alles. Habe ich zumindest schon mal welche gesehen. Das machte mir auch einen sehr schönen Eindruck. Lohnt sich wohl heute nicht. Kaffeerösterei ist hier. Ich will eigentlich auch mal hin. Bist du so ein Kaffeefreund? Ja. Ja, meine Frau auch. Da müsste die doch eigentlich die... Die nach Essen geht, ne? Die 500... Wie heißt die denn? Ja, sehe ich nicht. Die Richtung Felbert auch geht. Ja, genau. Meine ich auch. Die Verlängerung von der L74, oder wie die unten heißt. Vom Münchsten aus, meine ich. Ja. Ne? Ich meine auch. So müssen sich Babys fühlen. Warum hat man es bloß gemacht? Ne? Ich weiß auch nicht. Kann man hier etwa runterspringen? Wer weiß. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es unter der Münchner Brücke keinen Radweg geben wird, weil die Leute unter Umständen auch runterspringen könnten. Ne? Ich hätte noch nicht mal was dagegen, wenn die das eingittern, bis oben hin. Nee, ganz genau, von mir aus. Solange ich noch ein Foto durch die Gitter durchmachen kann, ist alles gut. Ja. Ja, so wie hier, aber dann so, dass du noch nicht mal drüber klettern kannst. Dürfen sie von mir aus auch verschweißen und hast du nicht gesehen? Nee, egal. Das wäre so geil, da drüber zu fahren. Definitiv. Dann wird der Robert wahrscheinlich auch mit dem Fahrrad. Dann wird er mit dem Fahrrad kommen. Der wohnt genau dahinter. Ja. Boah, ja, jetzt kommt ja eine Brücke nach der anderen, du. Eine Brücke nach der anderen. Oh. Hab gedacht, das wäre eine Wanderbaustelle. Nein, das war nur eine orangefarbene Jacke. Hier bin ich das mal lang gefahren. Ich dachte, oh, schönes Panorama. Und dann kam dann die Hütte links dazwischen. Ja. Ich dachte, ja gut, okay, gerade nicht. Ist das ein alten Bunker oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nicht mehr schön. Nee, sieht nicht aus wie ein Bunker, ne? Wir sind immer noch auf dem Panoramaradweg Niederbergbahn. Ja. Ich habe es endlich mal auswendig gelernt, wie das Ding heißt. Und ich finde die eigentlich sehr schön. Ist auch super gemacht. Wir haben jetzt irgendwie gefühlt immer so 7% an Steigung. Ja, genau. Und das kilometerlang. Aber uns doch egal, E-Bike. Ja. So, jetzt habe ich 500 Wattstunden verbraucht. Ein Akku leer. Was? Jetzt ist ein Akku leer. 500 Wattstunden verbraucht. Ja. 50% nur noch. Aber der macht 56. Oha. Warst du sparsamer als ich? Vielleicht auch mehr im Arsch. Aber der macht die unterschiedlich. Oder vielmehr, der eine Akku ist jetzt bei 52, der andere bei 48%. Oder wie macht ihr da einen Unterschied bei dem? Ja, siehst du hier im Display? Ist der Akku 1, Akku 2. Ah, okay. Ne?
Und dann holt er aus den einzelnen Batterien, dann fährt er mal nach auf der einen Batterie, ne? Und dann fährt er wieder auf der anderen Batterie. Deswegen sollst du ja immer mit zwei fahren. Ja. Um die nicht ungleichmäßig zu schaden. Wieder so eine Hauptstraße und Schleudertrauma kriegst, ne? Hin und her gucken. Ist eindeutig stärker als hier. Ja. Würde ich jetzt. Jetzt nach dem VW würde ich sagen, könnte er laufen. Gut. Dann machen wir das auch. Ja, und von hier sah ich dann hinten so in der Ferne Lichter. Das war richtig schön. Man würde meinen, wir wären in Schottland. Nein, sind wir nicht. 12 Grad ist das hier. 12 Grad. Okay. Sehr, sehr schön. Die Sonne könnte jetzt auch eigentlich so ein bisschen scheinen, das wäre schöner dann. Ja. Aber. Das kann nicht alles auch. Nee. Gestern fahren. R1 geht hier, ne? Wusstest du das? Der Radweg R1 geht hier durch. Nochmal. Der Radweg R1. Ja. Ich mache hier eine Beschilderung gerade. Der wäre jetzt hier. Halt den Rückwechsel von hier aus. Okay. Ich kann mich auch irren, aber. Finde ich jetzt auch komisch. Würde ich mal anders vermuten. Ich würde mich jetzt ärgern, wenn die Kamera nicht an wäre. Ja. Ich muss das Gefiepste hier mal einstellen. Sehr schön hier. Also wie ihr vielleicht jetzt merkt, ist, dass der Ton schlechter ist. Nicht daran, dass die Hauptkamera quasi den Speicher voll hat. Wir machen das jetzt mit der kleinen, auch wenn wir jetzt einen schlechteren Ton haben. Und wenn wir plötzlich weg sein sollten, ohne uns zu verabschieden, liegt halt am fehlenden Akku oder einer nochmal vollen Speicherkarte von der kleinen Kamera. Ich hoffe, wir haben so lange wie möglich hier noch Spaß.
Ein Fehlerchen so gut wie es geht weg. Ja. Aber da hatte ich zum Beispiel an dem Tag, wo wir nach Mettmann gefahren sind, nicht so viel Zeit. Hast du gemerkt, ne? Ja, guck. Da waren die Wege dann irgendwie dann doch viel an der Hauptstraße lang. Da kommt schon wieder ein Tunnel. Ein Tünnelchen. Oh, ein Pferd. Und Kinder. Haben die das Fell im Griff? Wir sind hier gerade an der Düssel entlang gefahren. Ich rede mal extra lauter, weil das Mikrofon hier schlechter ist an der Kamera. Und lass mich gleich mal überraschen, wie die Tonqualität ist. Ja, sind wir mal gespannt. Das wäre aber echt ärgerlich für die schöne Tour. Ne? Wo man ein bisschen sich dann orientieren kann. Ja. Wenn das da hinten Biobiker sind, haben die keine Chance. Der Bus könnte von der Pucki-Werkstatt kommen. Behindertenwerkstatt. Guck mal hier, sehr schöne Eindrücke hier aus der Gegend. Wir haben hier echt sehr viel und sehr schöne Natur. Das ist hier immer noch Wülfrath Richtung Hahngrüten ist das. Jetzt hat die Schwerkraft mich wieder. Wieder auf unserer Korkenzieher-Trasse. Genau. Die Tour ist fast beendet. Der Tim, der wird es jetzt hier ausklinken irgendwo. Genau. Und ja, war wieder eine super Tour. Schönes Wetter, schön gefahren, wenig los. Innerhalb von der Woche ist natürlich viel besser als außerhalb der Woche am Wochenende dann. Und daher lieber mal einen Tag frei nehmen. Ja, hat mir auch super gut gefallen. Ihr könnt die Tour auf Komoot nachfahren, wenn ihr viel Zeit habt. Ich weiß noch gar nicht, auf wie viele Kilometer wir kommen gleich. Und ja, habt einen schönen Tag und einen Daumen hoch wäre schön und folgt mir einfach. Bis dann.